Willkommen zurück auf dem Channel. Schön, dass du wieder hier bist. Ich komme gerade vom Skifahren, deswegen ist meine Frisur noch ein bisschen im Arsch. Hab mir gerade einen Tee gemacht und während dieser Tee zieht, möchte ich mal über etwas sehr Wichtiges mit dir reden. Eine Frage, die ich auch in Workshops immer wieder bekomme. Nämlich soll es heute darum gehen, wie schaffst du es, wie schaffen wir es als Männer, unsere Mission, unsere Vision im Leben zu finden? Und erstmal vorweg, da gibt es keinen einheitlichen Weg, das hat Tim gesagt und deswegen ist es so. Das ist was, was du auch viel für dich alleine entdecken musst. Aber ich möchte dir eine Strategie mitgeben, die ich glaube sehr hilfreich ist, um dich auf diesem Weg zu begleiten oder um vielleicht diesen Weg überhaupt erst für dich anzustoßen. Und wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich rede, dann lass mich dich kurz einmal aufklären. Hier auf diesem Channel geht es natürlich um das Thema Flirten. Es geht aber nicht nur darum, sondern es geht auch um dich als Mann, um dein Leben, deine Entwicklung als Mann. Und im Zusammenhang mit diesem Mannsein fällt immer wieder der Begriff Mission oder Vision. Und jetzt vielleicht die Frage mal kurz geklärt, was bedeutet das? Das ist vielleicht, könnte man sagen, ein höher gestecktes Ziel, das du für dein Leben hast. Ein Ziel, das du in deinem Leben verfolgst. Persönliche Entwicklung, Aufstieg, sozialer Aufstieg, Musik machen, sich auf der Bühne ausdrücken und damit Leute begeistern, viel Geld machen und damit dann einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können auf irgendeine Art und Weise. Was auch immer sein kann, Mission und Vision, das kann ganz vieles sein. Das kann der Mahatma Gandhi sein, der eine friedliche Revolution anzettelt. Das kann jetzt habe ich den Namen vergessen, von dem Politiker, dem schwarzen Politiker in Amerika, der sich für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hat. Du weißt wahrscheinlich, von dem ich rede, ich weiß es gerade nicht. Martin Luther King, genau. So, es könnte sowas sein. Es kann eben ganz verschieden sein. Jeder Mann hat so seine eigene Zielsetzung. Und du wirst merken, solange du nicht genau weißt, was deine Mission oder deine Vision im Leben ist, hast du immer das Gefühl, da fehlt noch irgendwas. Oder irgendwie ist mein Leben ein bisschen falsch. Also du hast das Gefühl, irgendwie ist das nicht ganz komplett. Und wenn du dieses Gefühl kennst, dann könnte das daran liegen, dass du dich zu wenig oder vielleicht noch gar nicht mit deiner Missions- und Visionsfindung auseinandergesetzt hast. Für mich ist es so, meine Mission oder meine Vision ist es, Leute zu bilden. In diesem Kontext, den wir hier haben, Leute dazu anzuhalten, die beste Version ihrer selbst werden zu können. Und das auch für mich selbst zu machen. Und auch ich selbst habe immer wieder Probleme auf diesem Weg. Und auch diese Mission ist nicht die endgültige Mission, die ausgereifte Mission. Das kannst du dir wie so eine Zwiebelschale oder eine Zwiebel vorstellen. Das hat Orlando Owen mal ganz gut gesagt. Mir eine Zwiebel vorstellen, die du immer weiter schälst und du kommst immer an den tieferen Kern dieser Mission, Vision. Jetzt haben wir mal die Frage, und das ist immer wieder die Frage, die bei diesem Thema kommt. Wie komme ich denn zu meiner Mission? Wie komme ich denn zu meiner Vision? Denn man kann immer viel darüber reden, aber oft wird nicht gesagt, wie man denn dahin kommen kann. Und da möchte ich dir eine kleine Strategie mitgeben, die ich selbst im Buch von David Dada mitgenommen habe oder gelesen habe. Und zwar ist das die Strategie der, ich nenne es mal, Anti-Ablenkung. Vieles, was wir machen in unserem Leben, ist immer Ablenkung. Fernsehen gucken, Sex, Essen, mit Freunden Zeit verbringen, lesen, lernen, Handy, Videos machen, YouTube, Geld verdienen. All das sind potenzielle Ablenkungen, die uns von unserem inneren Kern weiter entfernen. Das habe ich ganz interessanterweise selbst gemerkt, wo ich auf dem 10-Tage-Meditationsrückzug war, hier in der Nähe von Leipzig. Da habe ich das gemerkt, dass all diese Sachen, denn da durfte ich sie alle nicht machen, auch mit Leuten reden durfte ich da nicht, all diese Sachen dich doch sehr elementar ablenken von verschiedenen Dingen, die in dir vorgehen. Und diese keine Ablenkungstaktik sieht es jetzt vor, dass du dir Zeiträume schaffst in deinem Leben, wo du tatsächlich nichts tust. Wo du dich auch mal dieser Langeweile stellst, die vielleicht jeder von uns kennt, die Langeweile, die dann dazu führt, dass man sich vor Netflix setzt,
dass man Sex hat, dass man arbeitet, dass man liest, mit Freunden sich trifft, was auch immer. Diese Langeweile ist die Oberfläche deiner Missions- und Visionsfindung. Denn wenn du in dieser Langeweile verharren kannst, kannst du auch durch sie hindurchgehen und findest darunter die ersten Wurzeln deiner Mission, deiner Vision. Ne? Denn du sitzt dann vielleicht eine Stunde jeden Tag, wenn du die Zeit hast und machst wirklich nichts. Ruhiger Raum, nimm dir Zeit für dich. Keine Meditation, es ist keine Meditation, es ist einfach da sitzen und nichts tun. Und dann wird dir wahrscheinlich langweilig werden. Und dann wirst du merken, wie verschiedene Dinge in dir hochkommen. Fängt vielleicht an mit, hey, ich könnte ja jetzt Netflix, ich könnte ja jetzt mal was essen, ich könnte ja jetzt das und das machen, ich könnte jetzt viel sinnvoller arbeiten oder was auch immer das da sein mag. Und es geht explizit darum, dich nicht abzulenken, nichts davon zu tun. Einfach bei dieser Langeweile zu bleiben, bis du durch diese Langeweile durch bist. Und dann ein Gefühl dafür zu kriegen, was möchte ich eigentlich wirklich machen? Denn dieses, was möchte ich eigentlich wirklich machen, das kann nur dann auftauchen, wenn die Langeweile weg ist. Wenn der Drang nach den Ablenkungen weg ist. Wenn dieses ganze Konditionierte weg ist. Konditioniert bedeutet, das, was du schon immer gemacht hast. Ja, wenn du immer, wenn dir langweilig war, Netflix geguckt hast, dann ist es deine konditionierte Reaktion. Du reagierst auf Langeweile mit Netflix gucken. Das musst du in dieser Ruheperiode erstmal überwinden, um an den Kern von dir selbst kommen zu können. Du brauchst diese Ruhe. Du kannst es auch gerne in einem Wald machen. Ich habe das auch mal gemacht. Ganz tolle Übung. Kleines Waldstück. Begibst dich dorthin, nimmst dir was zu essen, was zu trinken mit. Und dann habe ich mich da hingesetzt für 4-5 Stunden. Habe mir einen Kreis gebaut in diesem Wald mit Stöcken und Steinen. Und habe mich dann wirklich 4-5 Stunden nur in diesem Kreis aufgehalten. Und für 3 Stunden habe ich nichts gemacht. Einfach nichts. Gar nichts. Ein paar Leute kamen vielleicht vorbei. Ich war ein bisschen tiefer im Wald, habe die beobachtet, habe aber nichts gemacht. Mal gesessen, mal gestanden, nichts gemacht. Und dann, die letzte Stunde, habe ich mir mein Notizbuch rausgenommen und habe Dinge aufgeschrieben. Und das war ganz witzig. In dieser Stunde, wo ich mir Dinge aufgeschrieben habe, habe ich mir so viele Sachen aufgeschrieben, die mir vorher gekommen sind in diesen 3 Stunden, wo ich mal nichts gemacht habe. Und jetzt wird auch klar, warum Missions- und Visionsfindung so schwierig ist. Denn wann machen wir denn mal auch 3 Stunden wirklich nichts? Wann? Wann hast du das letzte Mal eine Stunde nichts gemacht? Wann in deinem Leben? Fast niemand macht das. Deswegen sind wir so weit weg von Mission, von Vision. Und wenn du deine Vision finden willst, deine Mission finden willst oder anfangen willst damit, diesen Weg gehen willst, dann ist das ein wunderbarer Startpunkt. Such dir regelmäßig diese Freiräume und wenn es erstmal nur eine Stunde bei dir zu Hause, eine halbe Stunde bei dir zu Hause ist, jeden Tag, die du dir vielleicht nimmst, regelmäßig. Kannst du auch in eine Waldhütte gehen für eine Woche und das so lösen, in Abgeschiedenheit gehen. Du für dich. Dort findest du deine Vision, deine Mission, die ist hier drin. Du musst sie entdecken in dir selbst. Und dieser Weg ist ein wunderbarer Startpunkt für jeden, der sich für das Thema Missions- und Visionsfindung interessiert. Wenn du herausfinden willst, warum bin ich überhaupt hier, was möchte ich tatsächlich hier machen, was treibt mich tatsächlich an, begib dich mal in diesen Prozess und schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du das gemacht hast und was passiert ist, das würde mich wirklich interessieren. Wie war dieser Prozess für dich? Hast du dich hingesetzt? Was ist dabei rumgekommen? Schreib es mir in die Kommentare. Finde ich super interessant. Freut mich, dass du hier warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.